Mit Tränen in den Augen steht Nayle K. im Gang des Bielefelder Landgerichts. Die haben nicht nur meinen Sohn getötet, unsere ganze Familie getötet. Hintergrund: Ihr Sohn kam im Mai vergangenen Jahres durch einen Giftcocktail zu Tode. Die mutmaßlichen Täter: seine Frau Selma und Nebenbuhler Mohammed A. Hierfür soll der Angeklagte eine Giftmenge zusammengemischt haben, die letztendlich die Angeklagte ihrem arglosen Ehemann in einem Wassergemisch präsentiert hat, was dieser dann getrunken haben soll. Laut Staatsanwaltschaft sollen Selma und Mohammed eine außereheliche Beziehung geführt und gemeinsam beschlossen haben, Tufan Y. zu töten. Unfassbares Leid für die Mutter des Getöteten.